Hallo Skorpion, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Skorpion. Heute möchte ich gerne für dich, für deine Energien, für dein Sternzeichen, wenn du eine Person vom Sternzeichen Skorpion kennst, dieses Video teilen, wo wir mal schauen möchten, wovor soll Skorpion sich in Acht nehmen, okay? Skorpion, denk dran, meine Videos sind auch für alle Altersklassen, egal ob du Witwer bist, Single bist, verheiratet bist, ja. Ob du 60 bist, Latte egal. Wichtig ist, dass deine Resonanz, deine Intuition sich dazu verleitet oder dich verleiten lässt, in eine Energie zu kommen, um diese Warnsignale, die auch wichtig sind zu hören, anzunehmen. Okay? Skorpion, wir schauen mal. Was ist das, was für Skorpion heute wichtig ist? Wow, Skorpion. Schau mal, wir haben einen Skorpion, ja, der in einer hohen Bewusstseinsebene ist. Skorpione, die voller Harmonie sind. Und hier haben wir schon den ersten Warnhinweis für Skorpione. Wahnsinn. Unglaublich toll. Skorpion, schau mal. Hier geht es darum, Skorpion, viele von euch sind mitten im Leben, viele von euch haben ihre Lernaufgabe bereits abgeschlossen, schon gelernt. Viele sind in einer hohen Bewusstseinsebene, spirituell, menschlich, sind schon im Hier und im Jetzt angekommen. Aber was ist mit den Skorpionen, die noch nicht wissen, worum es geht? Skorpion, der wichtigste Hinweis ist, beschütze, was du liebst. Es ist deine Verantwortung und es ist deine Pflicht, dich selber zu beschützen und die, die du liebst oder das, was du liebst, zu beschützen. Hier geht es darum, Skorpion, hüte dich davor, vor einer Bewusstseinsebene, die dich vereinsamen lässt, vor negativen Gedanken. Hüte dich davor, deine Impulsivitäten, deinen Zorn, deine Wut, ja, herauszukatapultieren, an Menschen rauszulassen, die es vielleicht nicht gerade verdienen, nur weil du gerade aus einer Situation nicht lernst oder weil du dich von einem Impuls verleiten lässt. Vorsichtig, ja, mit dem Rebellen in dir. Vorsichtig mit deiner Wortwahl. Ja, wir kämpfen nicht, sondern wir finden Lösungen. Ja, wir geben uns nicht irgendwelchen Negativitäten hin, sondern wir üben uns in Geduld. Das Aufblühen in Skorpion ist sehr groß, aber der Warnhinweis für Skorpione ist, nicht ungeduldig werden, ja, nicht Sachen erzwingen, nicht eine Türe schließen, wo es um Wohlstand geht, wo es um Liebe geht, wo es um Erfolg geht, sondern denke immer dran, dass du deine eigene Medizin bist, dass du deine eigene Freiheit bist, dass du die Energie bist, die sich selbst beschützt. Übe dich in Geduld. So wie eine Schwangerschaft Geduld bedarf, so wie in Mondphasen Geduld bedürfen, so bist du auch eines der hellsichtigsten Sternzeichen und gerade die September-Energien können dich wirklich aus dem Flow bringen. Hier sagt das Tarot, bewege dich wieder in die Richtung, an deinem Leben teilzuhaben. Erleuchte dich, liebe dich, ziehe dir Farben an, die limettengrün sind, grünlicher Natur, rot, Bordeauxrot, blau für die Männer, die Frauen nochmal lila Töne, Grüntöne, Blautöne, Brauntöne vor allen Dingen. Ernähre dich gesund, höre Entspannungsmusik, okay? Sei nicht so stur, sondern der Warnsignal ist, deine medialen Fähigkeiten, deine Art, dich zu lieben, deine Art, dich mit Liebe zu ummanteln, ist eine besondere Art. Erkenne also die Besondersartigkeit wieder in dir. Du bist bereit, in dem Moment, wo du sagst, jetzt gehe ich in die bedingungslose Liebe, jetzt lasse ich mich nicht mehr einschränken oder einengen, jetzt hülle ich mich in den Mantel der Vernunft, in den Mantel der Geduld, in den Mantel der Hoffnung. Es ist egal, was die außenstehende Welt macht, dein Lebensweg, ja, darf nicht getrübt werden durch außenstehenden Menschen, aber auch nicht durch Provokationen von deinem Ego, von deinem Unterbewusstsein oder von Strukturen, die du bisher gewohnt warst, okay? Lebe den Rebellen auf eine achtsame Art und Weise, aber genieße es auch, diese Veränderung, die du gerade lebst, anzunehmen. Denk dran, ich habe ein Video gemacht, wo es darum geht, welche Türe öffnet sich für Skorpion und für alle Sternzeichen. Solange wie du dich als Außenseiter verhältst oder als Außenseiter fühlst, oder deine Impulse nicht kontrollierst oder immer wieder dich auf die gleiche Schiene stellst, werden sich die Türen langsamer öffnen bis gar nicht. Es ist deine Pflicht und deine Verantwortung, an deinem Leben teilzuhaben. Und diese Entscheidungen, die du treffen wirst, ja, sollte aus einer höheren Bewusstseinsebene geschehen, aus einer guten Frequenz mit dir selber, aus einer guten Menschlichkeit, aber vor allen Dingen aus einer gesunden Spiritualität und auf alle Zeichen, die um dich herum sind, zu hören, aber vor allen Dingen in dir. Skorpion, der Durchbruch kommt, befreie dich.
Der Warnsignal oder dass die Warnhinweise des Tarots sind, Befreiung auf allen Ebenen, nicht zurückschreiben, ja, nicht zurückschreiten, nicht aufgeben, sondern die Möglichkeiten zu nutzen, zu evolutionieren, dem Leben eine neue Farbe zu geben, deine karmatische Situation zu Ende zu bringen, aber hüte dich wirklich vor Impulsivitäten, hüte dich vor alten Glaubensmuster und hüte dich davor, nicht die Verantwortung zu übernehmen, die du immer übernehmen solltest, im Hier und im Jetzt. Die Zahl 25, die Zahl 8, die Zahl 10, die 15, die 85, die 58, die 11, die 6, die 5, die 27, 37, 48, die 14, die 21, die 4 und die Zahl 14, 41, 37, 39, 56, okay? Buchstaben L, V, N, M, W, G, E und I. Wenn Namen und Buchstaben nichts mit dir zu tun haben, lasse sie ziehen, dann ist sie für jemand anderen gedacht, okay? Wichtig ist, Skorpion, hör dir diese Legung immer und immer wieder an. Bitte auch Erzengel Samuel, dich in dem Mantel der Liebe, der Entscheidungen, der Fürsorge, vor allen Dingen aber auch der Hoffnung, der Barmherzigkeit zu ummanteln. Zünde eine rosafarbene Kerze an, eine rot-rosafarbene, bordeauxrote Kerze vielleicht auch an. Zieh dir diese Kleidungen an, nehme auch Heilsteine zur Hilfe, damit dein Lebensweg nicht nur gesegnet ist, sondern damit du selber erkennst, dass die Brücke des Lichtes nur gebaut werden kann, wenn du intern stabil bist, okay, und wenn du den Durchbruch wagst, alle Mauern einzureißen, in die Geduld zu gehen, in die Wahrheit zu gehen, und dann wirst du sehen, dass auch deine Außenwelt ganz anders reagieren wird. Skorpion, ich wünsche dir alles Liebe, private Legung, zielorientierte Therapien. Schreib mich an, ich gebe dir gerne noch einen Termin. Denk dran, meine Termine sind immer sehr weit im Voraus, also sichere dir einen Termin. Sonntags 19 Uhr Live-Chats, deine Kommentare sind eine Hilfestellung für dich, um dich zu zeigen, aber auch für andere Menschen, die halt gerne Kommentare lesen, um Zuspruch brauchen und sich animieren, auch durch deinen Kommentar Hoffnung zu schöpfen und zu sehen, dass sie nicht alleine sind. Also kommentiere die Videos, schaue dir Septemberlegung an, Spezialsternzeichen, überall, wo deine Intuition dich zu meinem Kanal führt. Deine Likes, deine Abos, danke ich dir von ganz tiefstem Herzen. Glöckchen drücken für Benachrichtigungen, wenn du das möchtest. Meine Videos darfst du auch teilen, frag mich erst gar nicht, okay? Sondern genieße wirklich jede Legung und versuche aus der Vernunft, aus der Menschlichkeit, aus der Wahrheit heraus, diese Antworten, die ich dir hier gebe, diese Nachrichten von meinem Tarot in meinem Kanal auch wirklich zu verinnerlichen, weil alles darf kommen und bleiben und sein, wenn es zu deinem höchsten Wohle ist. Und das hier ist zu deinem höchsten Wohle. Also Skorpion, ich werde von deinen Kommentaren wirklich mich nähren und dir die Hilfe geben, die es bedarf. Also bis dahin, alles Liebe, bye!